Da ist ein Captain. Oh Gott, ein Das Captain. Sind drei. Das sind zwei. Sie sind um das sich sind herum. Drei. Lächerlich. Aua. Moin, Sinn und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Wir wollen unsere erste Handelsmission abschließen, aber wir sind schon wieder ziemlich besoffen. Das Witzige ist, das ist, glaube ich, beim Zugucken auch nur halb so witzig, wenn man nicht selber gegensteuern muss. Das ist so... Oh Gott! Das ist wie wenn man... Du, ich muss nach rechts steuern, aber ich kann nicht! Anker! 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 Nein! Oh, nicht. Ah. Oh Gott! Er geht runter! Hui! Nehmt die Segel hoch! Wo sind die überhaupt? Nehmt alles hoch! Vor dem Outpost! Das ist ein Outpost? Ja! Oh. Vertrag ausgelaufen! Aber wir haben noch eine Kiste für Kanonenkugeln! Ja, jetzt haben wir sie übers Ohr gehauen, haben wir sie jetzt. So. Wir sind so geile Händler, ey. Wir haben den Vertrag auslaufen okay. lassen. Genau wie der rum, Vertrag. Der ist auch ausgelaufen beim Hin- und Herschwanken. Apropos, warte nächste mal. Nächste Seefahrt. Ich muss mir was ja, noch Mini holen. Ich hab doch noch die gute Seefahrt hier, die teure. Ja. Ich komm. Moment, ich komme an den Tisch. Nein. Die Seefahrt ist weg. Weil ich sie vorhin auf den Tisch gelegt habe und ihr habt sie nicht angenommen und das war's. Echt? Dann nehmen wir das hier. Oh, wie Ritzi rumbackt gerade. Du bist gerade rumgezogen. Aber eigentlich müsstest du die noch haben. Ich habe meine ganzen Aufträge auch noch, die abgelehnt wurden. Ja, ich hatte zwei, jetzt habe ich nur noch einen. Na egal. Egal, wir machen jetzt okay, die. Wo müssen wir hin? Gucken wir mal. Wer hat denn da gerade die Karte so gehalten, dass ich die lesen konnte? Wie krass, wenn du da stehst und hältst die Karte hoch, dann kann ich die Karte lesen. Ihr seid gerade eine Person, ihr seid fusioniert. Ja, wie geil. Das sieht aus wie zwei... Ich sag's lieber nicht. Ich dachte es schon. Ja, in mir könnte sich jemand verstecken. Wenn du die Karte kontrollierst, dann kann ich auf der Karte nichts machen. Da ist die, ja, die Insel. Die da? Ja, die da. Kann man die ja nicht ausschneiden? Und wo müssen wir jetzt hin? Aber guck mal, wir müssen nur so... Alter! Wir müssen, glaube ich, Richtung... Südwest. Jo, Südwest. Auf geht's. Anker rauf. Hä? Ich wollte helfen, das Segel runterzumachen. Und auf einmal hing ich an der Leiter am Schiff. Hui! Wie viel Alkohol hast du getrunken? Offensichtlich ein bisschen. Viel. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und von der Form her, also so, ne, zwei große Berge, die genau beieinander sind. Mit zwei Spitzen oben da vorne dran. Das sieht genauso aus wie das, was man auf der Karte sieht. Ja. Das hat eine frappierende Ähnlichkeit, wenn ich das mal sagen darf. Was müssen wir da eigentlich machen? Kämpfen oder suchen? Suchen. Ja, und genau. Da sieht man sie nochmal, die zwei Erhebungen und die so, ne? Die Spitzen da noch vorne drauf, so oben. Wir fahren übrigens genau drauf zu. Die sieht aber trübe aus, ey. Wir sind auch wieder in gefährlichen Gewässern scheinbar. Nimm mal ein bisschen Segel hoch. Ja, nimm mal schon die Segel hoch. Wir müssen, glaube ich, gleich bremsen. Wir müssen eigentlich... jetzt idealerweise schon bremsen. Ja, ja, bremst mal schon. Oh ja. Alles Felsen. Gut. Ja, ja, vorne, der Felsen. Ja, ich habe nach links eingeschlagen. Da kommen wir auf jeden Fall vorbei. Das passt schon. Der ist nicht so nah. Der sieht nur so groß aus. Er sieht nur so groß aus. Ist klar. Ja, der ist weit weg. Der wirkt nur so nah. Ah,
Gefahr, dass man unten wirklich keinen Anker sehen kann. Ja, ne, das ist ein bisschen schade. Stell dir mal vor, du schwimmst zu jemandem rüber und schneidest, kappest irgendwie den Anker halt so. Oh, Hühner. Ja, wir können Hühner jagen. Das sind doch keine Hühner, die ich da höre. Das ist irgendwie... Nee, das jetzt nicht. Das könnten auch Kompis sein. Ja, das sind so, ja, entweder Kompis oder kleine Äffchen. Hier sind zwei weiße Hühner, ich wollte es nur gesagt haben. Ganz viele Hühner. Merken wir uns, wo sie sind. Guck mal, hier gibt's ein geheimnisvolles Logbuch. Hä? Sehr gut. Was? Hier, das ist ein Geheimnis-Dings. What hurt there was, now lies only bones. The captain looks thinner now, but his rage is stays whole. Okay. Eternal adventure under the mast, says he. But our burden is heavy. No need for gold and trinkets, not where he be bound. The price he paid to be sure, and that price it be. Beware his fate, those who follow thee. Take mysterious bounty oder close? Ich mach mal take mysterious bounty. Mach mal. Karte entdeckt. Ach, das ist eine Flaschenpost auch wieder. Und, was ist das jetzt? Ah, müssen wir ihn umbringen. Drei Leute. Das klingt gut. Ach du Scheiße. Captain Dark Soul, oh Captain Vicious Vic und Captain Time-Up Tistel. Na toll. Oh Gott, drei Bosse auf einmal. Ja gut. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Schatz hier finden. Ja. Norden ist dort. Ach, das scheint easy zu werden. Echt? Ich hab mal hier ein Skelett, das dich verfolgt hat, zerlegt, ne? Mhm. Ist gut. Du hast vollen Überblick? Ja, ich glaube. Hast du Schlangen? Ich hasse Schlangen, Chuck. Hier gibt's noch Blut. Es ist wieder wie ein PUBG, weißt du? Ich kann die Kisten nicht mal angucken, da sind sie schon leer. Okay, warte. Warte, das Norden. Ha! Die Schlange hat auf das Huhn gespuckt. Wir sind hier unter der Brücke. Hier ist auch besoffen, die Schlange. Hör, das Huhn hier ist einfach schon. Was? Wo seid denn ihr jetzt? Ich hab euch. Ah, da. Ich bin gerade auf dem Schiff, so. Ich hab einen Huhn gefangen und drin gebracht. Hast du einen Huhn gefangen? Ja. Wir müssen jetzt unter der Brücke hier ein bisschen nach links. Hier so? Hier? Wir waren ja vorhin in Deutschland, aber. Ja. Also hier ist nichts. Das ist der große Felsen. Hier? So, Kompass gucken. Was? Norden. Also. Geht doch noch weiter hier hinten, nehme ich an. Ja. Hey, genau da, wo die Post war. Kann das sein? Ich frag mal hier. Ja, hier ist er. Ach, hier ist der Weg, genau. Und. Voilà. Genau, jetzt haben wir's. Ist auch nur eine normale Kiste. Achso, ja, wir können ja helfen, wir buddeln. Genau, ihr könnt mitgraben. War das? Gott. War keine Schaufel. Ja, das merke ich auch gerade. Warum hat er denn jetzt wieder gewechselt? Oh Mann. Jawohl, sauber. Auf zum Schiff. Auf zum Schiff. War nur eine Tour, ne? Mhm. Ja, baba. Ich springe hier ins Wasser. Ja, es geht. Gibt's eine Höhle oder so? Gott sei Dank habe ich das Wasser auch getroffen. Gibt's nichts Spannendes mehr, oder? Ich glaube nicht. Das sieht nicht so spannend aus hier. Kiste Nummer 1. Und so. Mehr kommt auch nicht. Okay, dann... Weiter geht's. Genau. Dann holen wir uns mal hier die Hanseln, ne? Ja, genau. Wisst ihr schon, wo es hingehen muss? Müssen wir jetzt mal schauen. Wie heißt die Insel? Blind Man's Lagoon. Blind Man's Lagoon.
Ist bei euch auch so leicht laggy? Was? Wo ist sie? Ach, da. Ja. Stimmt. Dann geht's. Das ist im Norden direkt. Direkt nach Norden. Hast du den Tower ausgeleert? Nach Norden. Was schießt denn da so komisch? Ach, das ist Gewitterschauer, glaube ich. Einmal rotieren. Am Rad drehen. Am Rad drehen, aber so richtig. Und dann gucken wir mal, wie sieht's denn aus? Ja, guck mal, wie siehst du, wir fahren genau an dem Felsen vorbei. Nee, ist alles gut, das passt schon. Das muss so sein, das ist alles gut. Genau, und dann fahren wir Richtung Norden. Jawoll. Das ist ein Fahrt aufnehmen hier. Wie schön die Sonne aussieht. Oh ja, das der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sieht echt spektakulär aus, muss man wirklich mal sagen. Da kann man auch mal gucken. Wobei es ja schon eigentlich so ist, man muss ja eigentlich nicht wirklich richtig segeln können. Also man kann ja hier auch gegen den Wind segeln zum Beispiel. Das geht ja eigentlich in der Realität gar nicht so. Wenn jetzt der Wind komplett von vorne kommen würde, dann könnten wir das ja eigentlich gar nicht so, wie wir es jetzt machen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir dann schneller sind, wenn wir die Segel hochholen. Nee, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn du die Segel hochholst, bewegst du dich einfach gar nicht, weil das ist so ein bisschen wie so ein Antrieb halt, der einfach läuft, sobald die Segel unten sind. Da gibt es halt immer irgendwie eine Form von Geschwindigkeit. Egal, ob da jetzt Wind ist oder nicht. Sonst würde das, glaube ich, auch gar nicht so funktionieren. Ja, man kann tatsächlich gegen den Wind segeln, wenn man die Segel entsprechend ausrichtet mit dem Unterdruck. Ja, 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 aber so wie jetzt hier, wie wir das jetzt gerade machen, geht das ja gar nicht. Schwierig. Oder? Nee, so nicht. Also da musst du doch die Segel ganz anders drehen. Ich meine, ich bin auch kein Segler, aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Also einen Segelführerschein will ich auch nochmal irgendwann machen oder generell einen Bootsführerschein. Da sage ich ganz ehrlich, Segeln ist mir zu gefährlich. Ja. Weil ich bin so ein Typ, ich mache mal eine falsche Handbewegung, weißt du, und das ist ja da schon tödlich bei sowas. Und dann falle ich über Bord oder keine Ahnung, falle in die Takelage und naja, ich bin so ein Typ, ich gehe dann eher über Bord bei sowas, deswegen mache ich das nicht. Man muss seine Grenzen kennen. Nein, man muss seine Grenzen sprengen. Doch. So wie uns. Das Keep schießt gerade nicht. Greifen Sie an, Sie sind gerade wehrlos. Vielleicht haben sie alles schon verschossen. Kein Wunder, wie die geballert haben. Und ihr hattet Angst, am Keep vorbeizufahren. Dann können wir jetzt auch anhalten. Genau, wir halten an. Nein. Du Angsthase. Wir wollen doch die Schädel holen. Wir wollen doch zu den Schädeln. Aber wir können es mal endlich mal richtig sehen aus der Nähe. Da leuchtet es grün in dem Keep. Mach's gut, schönes Keep. Bis irgendwann. Vielleicht hat's auch schon jemand eingenommen. Vielleicht schießen die deswegen nicht. Es ist aber auch gerade kein Totenschädel drüber. Der ist vor uns. Gallkeep heißt es sogar. Fahren wir denn jetzt noch richtig? Nicht so ganz. Oh. Nordwesten, aber da ist eine Insel im Weg. Hey, sag mal, drei Piraten-Captains und die sind alle auf einer Insel. Das ist doch, glaube ich, schon noch ein bisschen härter, oder? Ich glaube, in diesen Flaschenpostdingern oder diese Aufträge, die man da so findet, das sind, glaube ich, die Aufträge, die eigentlich schon eine Stufe höher sind teilweise. Das kann durchaus sein, ja. Oder halt einfach seltener und dadurch schwerer. Ja. Das ist nicht die, oder? Wie hieß die nochmal? Nein, da müssen wir noch vorbei hier. Wie hieß? Wir müssen zur Blind Man's Lagoon oder so. Ah ja. Blind Man's Lagoon. Hier waren wir vorhin. Es meint ja auch schon jemand, wenn wir gegen den Wind fahren, dann müssten wir Schlangenlinien fahren, damit wir den Wind einfangen. Aber ich glaube, für das bisschen Geschwindigkeit, was wir damit aufnehmen würden, ist die Schlangenlinie viel zu ineffizient. Also zumindest hier in dem Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit irgendwas gewinnt. Ich glaube, das bringt ja höchstens bei einem kleinen Schiff was, was wenigstens wendig ist oder so. Ja, weil hier hast du ja einen riesigen Wendekreis. So. Je schneller du fährst, desto größer ist ja dann auch dein Wendekreis. Und am Ende des Tages hast du ja gar nicht wirklich viel Geschwindigkeit dann gewonnen, so.
Oder es gibt da einen super Trick, mit dem das trotzdem geht. Kann ja sein. Wie genau wie mit diesem, mit dem Säbel übers Wasser fliegen. Vielleicht gibt es sowas ja auch beim Schiff. Man weiß es nicht. Vielleicht müssen wir es einfach nur noch rauskriegen. Nitro. Bestimmt der Kraken. Er ruft uns. Er singt für uns. Kann er nicht mal Elvis Presley oder so? Das sind Skelette. Okay, wir müssen... Da leuchtet schon wieder was am Strand. Ey, wir stolpern hier von einer Mission in die nächste, kann das sein? Ui. Das hört gar nicht mehr auf. Anker. Anke. Anke. Anker Engelke. Jawohl, sauber. Und Ruftata. Also wenn ihr vom Schiff aus den Schlag macht, geht das auch übrigens. Ernsthaft? Ja. Da, die schießen, die Schweine. Die haben mich im Wasser angeschossen. Blöden. Wie er noch eine Banane isst. Wollt sich heilen. Also erstmal sollten wir, glaube ich, die Skelette alle wegräumen, weil hier sind jetzt die drei Bosse. Ja. Gut. Irgendwie glaube ich, dass die Bosse jetzt noch... Ich habe keine Bananen mitgenommen. Vielleicht war das eine gute Idee. Oh, hier sind Bananen. Kann sein, ja. Fässer, komm. Da, oh, Bananen. Ich habe keine Muni mehr. Au. Ich habe noch zwei Schuss. Ja, abhauen wir, ja, kleine Schweinepriester. Hier sind noch ganz viele Bananen. Haben wir irgendwo Muni? Genau. Nee, ne? Auch nur auf dem Schiff. Ich weiß nicht, könnte schon sein. Da hinten ist auch ein anderes Schiff noch. Bei dem toten Schädel. Oh. Also langsam hier ist es alles... Okay. Ah, hier ist eine ganze Gruppe von Knochenmännern. Bikini-Outfit. Oh Gott, die tun weh. Nee, einfach nur Moos bedeckt. Die sind bemoost. Das ist gar nicht vermoost. So scheiße. Hab ich Bananen? Banane. Ich habe auch keine Bananen. Ah! Gibt's hier irgendwo ein Fass mit Bananen? Ja, ich glaube, da beim Wasserloch war was. Ja, ich habe eine Banane. Achtung, jetzt zieht schon wieder einer auf euch. Da ist ein Captain. Oh Gott! Ein das Captain. Sind drei! Das sind zwei! Sie sind das auf mich herum! Das sind drei! Lächerlich! Aua! Holy Macaroni! Einer ist tot! Warum macht er nichts, mein Charakter? Vielleicht hat man auch sowas wie Ausdauer. Ja, ich hab ihn. Hier ist noch einer. Achtung, der zieht auf dich. Ich bin fast tot. Das waren alle drei, oder? Achtung, der hat eine Donner. Boah, der ist alter. Was? Da schießt noch einer irgendwo. Da hinten da, den hol ich mir. Nein, oh Gott, hier sind ganz viele. Ich hab den Schädel. Hier, das ist ein goldener Schädel. Gasiger Kopfschädel, ja, nimm den mit. Ich kann nicht, ich hab die Hände voll. Achso, hier, Monster. Monster, hier Schädel. Oh, oh, da ist noch einer. Die haben zwei goldene Schädel auf jeden Fall. Nice. Oh, ich bin fast tot. Ja, der ist kaputt, aber er ist golden. Die sind alle kaputt. Die sind alle kaputt, die Schädel. Hast du die mal gesehen? Ich bin auch kaputt übrigens. Muss mir gleich mal ein paar Bananen reindrücken. Eine Überdosis gebe ich mir gleich. Oh, ich hab Bananen im Kühlschrank, muss ich mir jetzt auch machen. Ich mache gleich eine Bananenpause einfach. Oh, der Schädel ist es auch. Hasserfüllter Kopfgeldschädel. Der war echt hasserfüllt, ey. Hasserfüllt? Ich habe seinen Hass gespürt. Meiner war ein garstiger Kopfgeldschädel. Meiner ist ein garstiger. Hä? Wir haben einen garstigen und er hat einen hasserfüllten. Haha, siehst du? Ich habe mich bedient. Wir müssen mal zu den Autos. Löcher und die schweben und so. Und eben, ist das, noch das zu. Sieht... Was, ihr schwebt? Eure schweben? Unsere sehen viel wertvoller aus. Ja, der sind einfach kaputter und in seinem ist noch Gehirn drin. Garstig? Ist jetzt hasserfüllt besser oder garstig, ist halt die Frage. Das sehen wir dann. Sehen wir ja dann, ja. Wir müssen jetzt erst zu einem Outpost. Ja, optisch würde ich jeden sagen, Fall. Garstig ist besser. Direkt links von uns ist einer. Gott, wie das knarzt hier. Aber hasserfüllt klingt irgendwie böser, oder? Nach ja. Südwesten. Garstig klingt so, oh, das ist so ein garstiger kleiner Schädel. Klingt so nach garstige Gollum. Hobbits. Garstige ja, genau. Garstige Hobbits. Versuch mal ein bisschen rechts, versuch mal ein bisschen links zu fahren weiter noch. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ich wollte gerade sagen, dahin. Und dann hol dir mal weg. Dahin. Ich bin die Laterne. Jawohl, sauber. Ja, leicht. Da ist er. Da vorne ist auch schon der Steg. Ja, stimmt. Oh, wir müssen gleich hier... Wir müssen schon mal die Segel raffen. Segel hoch, ja.
langsamer zu werden. Oh, warte, wir müssen, glaube ich, schon ankern, oder? Nee, ja, wartet nee, noch. Das ist noch der kaputte Steg. Achso, da können wir weiterfahren. Ein bisschen können wir noch. Vielleicht rechts so ein bisschen einlenken. Ja, ich mache jetzt eine Kurve um den Stein da rum und dann passt das. Genau. Eine Kurve um den Stein. Also nicht eine Kurve in den Stein, sondern eine Kurve um den Stein. Ich bin Praktikant, das ist mein erster Tag. Man lernt hier übrigens nie aus. Ja, was sieht gut aus. Ich mach mal einen Anker runter. Der braucht ja eh noch ein bisschen. Oh Gott! Aha! Guck mal, jetzt können wir hier über den Mast vorne raufspringen. Das ist gut. Okay. Holt die Schädel! Lasst uns die Schädel rum. Holt die Schädel! Lasst uns ein paar Schädel brechen. Ich nehme mal den garstigen. Ne, den hasserfüllten. Ich nehme den hasserfüllten. Garstiger Schädel. Kleiner Schädel. Ich nehme das, was übrig bleibt. Ne, das war sogar meiner. Hui! Nein! Aua, ich hab mir wehgetan. Hui! Aua, scheiße, ich hab mir auch wehgetan. Ich will auch, ich will auch. Nee, er schafft es jetzt so. Das ist irgendwie schon traurig. Es sah auch gerade erst so aus, wenn ich schon mal. Ja. Oh. Ich wollte mit rüberlaufen, aber es hat nicht gereicht. Ein wunderschöner Schädel, wie er mich anlacht. Ja, ja, du kleiner Schädel. Du bist jetzt verkauft, du kleiner Schädel. Du Zibu Zibu. Sollte man ihn wirklich trollen? Und die Antwort lautet ja. Hasserfüllter Kopfgeldschädel verkauft. 546. Jawohl. Jetzt bin ich mal auf eure Schädel gespannt. Hier eure garstigen. So. Okay. Okay, ich sag gar nichts. Boah, davon haben wir zwei. Alter Schwede, kriegen wir viel Knete jetzt. Boah, der war sogar 1000. Alter, Hammer. Jetzt habe ich über 10.000 Münzen. Ich bin schon Rang 10 jetzt bei denen. Ich glaube, ich müsste mal. Ja, stimmt, du kannst. Ah, nee, doch nicht. Ich bin noch Level 8. Okay, das heißt so aus. Da kommt das noch. Ja, das nee, ist cool. Also, diese Schatzmissionen, die man so findet auf den Inseln, die sind teilweise echt besser anscheinend. Aber auch schwerer, haben wir ja gesehen. Mhm. So. Ich glaube, bei dem nächsten Ding nehme ich mir mal eine Donnerbüchse mit. Eine Kiste war noch im Borg, die hole ich mal. Stimmt, wir hatten noch eine Kiste. Ja, wir können ja mal einen Handelsauftrag noch machen. Handel. Können wir auch. Hat man ja noch gar nicht gehabt. Mhm. Das wäre doch mal was Feines. Ich will jetzt Geld ausgeben. Nein. Nein, doch. Nein, wir müssen sparen. Für was denn? Für ein besseres Schiff. Das sieht ja nur anders aus dann. Ja, aber das ist doch geil. Dann können die Leute sehen, dass wir geil sind, wenn wir ein geiles Schiff haben. Coole, das sehen? Nein, nein. Können die Leute sehen, dass wir geil sind. Könnt ihr mir ein Holzbein kaufen oder einen coolen Mantel oder einen Haken für die Hand? Wie teuer ist ein Haken für eine Hand? 4.000. 4.000, ja. Das ist auch so ein guter Deal vor allem. Das ist so ein guter Deal, weißt du? Du zahlst 4.000, um keine Hand mehr zu haben. So, hä? Warum sollte das jemand tun? Der ist doch nur fake. Genau, stimmt. Das ist ja nur, damit die anderen sehen, dass du geil bist. Ganz genau. Was soll ich mit unserem Huhn? Behalten wir das noch? Ja, vielleicht müssen wir ja einen Huhn bekommen beim Handelsauftrag. Man weiß es nicht. Wo ist denn der Handelhändler? Bei wem muss ich denn da gehen? Bei wem? Wer ist denn das? Diese komische Frau da. Welche von den beiden? Nicht die Schmiedin. Auf der anderen Seite. Ist das die Schmiedin hier? Ah, hier ist die Händlerin. Ah ja, genau, die mit der Karte. Kauffrau Molly. Hat sie denn Schönes? Sie hat eine beliebte Bitte der armseligen Mrs. Oberg. Ein zuvorkommender Auftrag der armseligen Mrs. Tarrant. Ein eindringliches Gesuch des armseligen Mr. Ang. Das ist ein Chinese, der hat immer viel zum Handeln dabei.
Den müssen wir, das müssen wir machen. Okay. Bist du sicher? Ja. Eine weise Investition. Das meine ich aber auch. Wenn ich mir jetzt ein anderes Schwert kaufe, das macht wirklich keinen Unterschied. Das ist nur die Optik. Ich glaube, das ist nur Optik alles. Ach Mann. Sonst wäre es ja Pay to Win. Da. Ich habe mal abgestimmt. Es ist doch auch wieder was mit Hühnern hier. Ein eindringliches Glied des armseligen Mr. Ang bestimmt. Komm mal her, mach mal hier auf Abstimmen hier. Mach mal. Mich verklickt. Erstmal das Säbel ziehen. So, was ist denn das? Für Abbruch der Fahrtstimmen. S. Nein. Doch. Bestimmt. Okay. Das ist doch wieder so eine Hühnermission. Ja. Okay, ich lese. Nicht bewegen, sonst kann ich es nicht lesen. Oh, des Andelsbunds stimmt ihr hier mit der Auslieferung dieser Güter nach Sanctuary Outpost bis 17 Uhr nach. Ein weiß gefiedertes Huhn, ein goldenes Huhn? Oh Gott. Haben wir nicht schon ein... Ich hab ein rot-weißes da, schon scheiße. Können wir das ein nicht einfach umlackieren? Wir brauchen Kisten. Okay, ich geh mal Kisten holen. Können wir das ich nicht einfach umlackieren, das Huhn? Jemand müsste noch eine Kiste mitholen, Tom. Ja, okay. Ja, oder wir lassen das Huhn einfach frei. Können wir nicht das Huhn das einfach geht verkaufen? Nicht, glaub ich. Ja, das glaub, könnten das wir jetzt so nicht. Verkaufen, aber... Okay, das hat letztens 40, glaube ich, gebracht oder so. 20 war das, glaube ich, sogar. Wir haben für beide Hühner 40. Das waren die weißen Hühner. Das hier war ein bisschen sehr schneller. Die blöden Hühnermission. Habe eine Kiste. Eine Hühnermission. Warum machen wir das? Weil wir Hühner wollen und weil Hühner lustig sind. Und weil sie nichts essen. Und weil sie nichts essen, genau. Ja gut, die Schweine will ich nicht mehr sehen, das stimmt. Ups. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann. So. Irgendwo muss es doch Hühner geben. Ja, bestimmt auf der nächstgelegenen Insel gibt es bestimmt Hühner. Ja, wir sollten echt nicht weit weg, weil wir wieder hierhin zurück müssen, ne? Ja. Nee, warte mal, wo müssen wir eigentlich die abgeben? Sanctuary Outpost. Wir müssen die doch woanders hinbringen. Sanctuary Outpost. Ob wir es endlich mal schaffen werden, diesem Sea of Thieves Let's Play eine Handelsmission abzuschließen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Sea of Thieves. Bis dann, ciao, ciao!